Dann hat mir ein Freund erzählt, guck dir mal den Forschungsausschuss an. Und da ist gerade eine Sprecherfunktion, nämlich die für Raumfahrt, frei geworden. Und das fand ich dann wieder spannend. Da hatte ich zwar keine Ahnung von, aber spannend fand ich es trotzdem. Und dann habe ich mich da gemeldet, bin auch in den Ausschuss gekommen, bin dann da zu dem Sprecher gegangen und habe gesagt, ich würde ganz gerne das Thema mit der Raumfahrt machen. Dann hat er gesagt, ja, ja, machen Sie mal. Habe ich gesagt, darf ich dann jetzt diese Zuständigkeit dann betreuen? Er sagte, machen Sie mal, wir schauen dann mal. Ich habe schon zu viele gesehen, die irgendeine Aufgabe übernommen haben und dann nicht intensiv genug bearbeitet haben. Das war aber dann bei mir Gott sei Dank anders und es hat mich auch interessiert. Und das ist dann so ein Thema, was einen ein Stück weit begleitet. Dann sehr viel Glück gehabt, noch eine Enquete-Kommission als Vorsitzender übernehmen zu können. Da ging es darum, ein System der Technikfolgenabschätzung im Bundestag einzubringen, zu entwerfen, sodass die Abgeordneten, wenn irgendwo eine technologische Neuigkeit war, dann konnte man da nachfragen. Da gab es bestimmte Verfahren, wie man dann die Folgen vorher abschätzte, bevor man sie beschloss. Das gibt es übrigens bis heute noch. Zwei Vorgänger hatten es nicht geschafft, mit den anderen Fraktionen einen Kompromiss zu machen. Wir haben das dann geschafft. Ja, und das war dann, sagen wir mal, schon ein guter Start für weitere Aufgaben. Es hat dann am Schluss dazu geführt, dass ich parlamentarischer Geschäftsführer wurde.